Handgranaten für Sie, ab ins Feuer oder wir trauern nicht, wir feiern. Ist das noch freie Meinungsäußerung oder schon strafbar? Besonders im Rahmen der Flüchtlingsdebatte laufen die Diskussionen im Internet regelmäßig aus dem Ruder. Wir haben eine sich rasch entwickelnde Gesellschaft, Thema Digitalisierung, Thema Globalisierung. In dieser Gesellschaft gibt es Verlierer. Die Verlierer gibt es natürlich schon länger, aber sie haben sich nie artikulieren können. Jetzt können sie sich plötzlich artikulieren. Jetzt lassen sie einfach ihrer Wut freien Lauf, und das ist nicht unbedingt von Kenntnis getragen, sondern es ist vielfach auch Angst zu verlieren. Also Angst, dass sie durch Flüchtlinge ihren Wohlstand aufgeben müssen oder ähnliche Dinge. Doch wer tippt so etwas? Meist sind es Menschen, die sich der Konsequenzen ihrer Kommentare nicht bewusst sind. Bei Facebook sind sie mit ihrem Klarnamen vertreten, zeigen Fotos ihrer Kinder, geben Arbeitgeber und Lieblingsverein an. Es gibt meines Erachtens nach den typischen Hetzer. Es gibt natürlich den, den wir uns alle vorstellen, der in irgendeiner Form religiös oder politisch motiviert ist und der das ganz gezielt macht, um Aufmerksamkeit zu erlangen, um Werbung für seine Vorstellungen, seine politischen oder religiösen zu machen. Das ist sicher der klassische Tätertyp, der auch vom Gesetz gemeint ist. Und dann gibt es eben ganz viele Personen, die aus den unterschiedlichsten Motiven hatten einen schlechten Tag, lesen was, wo sie sich persönlich angesprochen fühlen und posten dann oder sind ein bisschen politisch motiviert, verfolgen die Diskussion und fühlen sich durch irgendwas anderes angegriffen, was geschrieben wurde, dann auch aktiv werden. Sind nicht die Internetplattformen von Facebook, Twitter und Co. die neuen Stammtische, wo schon mal derbe ausgesprochen wird, was auf der Volksseele brennt? Joachim Braun, Chefredakteur der Frankfurter Neuen Presse, glaubt, es ist exakt dasselbe. Der Unterschied ist nur, es gibt heute keinen Unterschied mehr zwischen privat und öffentlich. Also diese Sphären haben sich verschoben. Und viele Leute, die auf Facebook posten und lassen dann bei solchen Sachen die Sau raus, die kapieren gar nicht, dass es wirklich Milliarden von Menschen mitlesen könnten, wenn sie denn wollen. Und während ein Stammtischgespräch immer unter Fünfen blieb. Die Stiftung Warentest hat im Mai eine Meldung über die Konsequenzen von Hassreden auf Facebook veröffentlicht. Julia Weinmann sieht das kritisch, weil die Grenze zur Strafbarkeit häufig unklar ist. Immer wenn Grundrechtseingriffe sozusagen zu prüfen sind, dann ist es besonders schwierig im rechtlichen Sinne. Und deswegen da eine Beantwortung zu treffen, zu sagen, ja, das ist jetzt noch alles in Ordnung. Und da kommt man dann über die Grenze drüber, ist fast nicht möglich in so einem kurzen Beitrag, sondern das ist tatsächlich jedes Mal einzelfallabhängig zu prüfen, wie war der Kontext, in dem die Äußerung erfolgt ist, wie heftig war das, welche Intention steckt dahinter, was vorher auch gesagt wurde, es ist ein Vorsatzdelikt, ich muss also jemanden in seiner Menschenwürde angreifen wollen. Es reicht eben nicht aus, dass ich unbedacht etwas äußere, was harsch, polemisch oder übertrieben ist. Die Opfer und Zeugen von Internethass sollten sich nicht entmutigen lassen und sich zur Wehr setzen. Bei massiven Angriffen empfiehlt die Zentralstelle Cybercrime Bayern, Strafanzeige zu erstatten.